Wir schreiben den 31. Oktober 2019. 18 Uhr, Minute 24. Jahrelange Vorbereitung. Tag und Tag voller Stress und Hunger. Platine zu Platine, Kupferdraht zu Kupferdraht und Reiskorn zu Reiskorn. Wie lange schon hat er auf diesen einen Tag gewartet? Heute ist es soweit. Endlich wird das metallene Herz erwachen. Seine Erfindung, nein, sein ganzes Werk. Zu diesem Abend werden sich die Zahnräder zum ersten Mal drehen. Es entsteht ein Leben. Mithilfe dieser Fernbedienung wird er sein Herr sein. Erwache, fahre hoch, all deine Komponenten erleuchten. Frankie, heute Abend sollst du leben! Jetzt sollst du leben! Warum funktioniert das nicht? Alter, diese Technik von heute. Nee, ey. Nee. Das war der Handystecker. Mist. Aber jetzt. Erwache! Erwache. Fahre hoch. Deine Komponenten erleuchten. Frankie, heute Abend sollst du leben. Bei der Mutter von Zeus, bist du hässlich? Das ist mir ja verdammt gut gelungen, Alter. Mit dir werde ich auf jeden Fall Hat's gerade geklingelt? Was soll denn das? Ah, nee, ist ja Halloween. Ey, nee. Süßes oder Saures? Boah, Dankeschön, dass du für mich Süßigkeiten gesammelt hast. Das ist ja schön. Ich muss aber los. Tschüss, ich muss einen Kostümwettbewerb gewinnen. Gemein. Ich hole meine Freunde und dem werde ich's zeigen. Später an diesem Abend. Kurz vor der Party. Ich freue mich so und auf die Kostüme und auf die Kostümparty. Worauf freust du dich so? Ja, aufs Saufen, was denn sonst? Aber benimm Mann. Dich diesmal, flieg nicht schon wieder von was der Was denn rausfliegen? Letztes Mal habe ich einfach nur zu viel getrunken, ja? Es tut mir leid, ja? Ich will einfach nur saufen. Ah! Moin, Postbude-Jochen. Geht ab. Oh. Hä, woran haben die mich denn erkannt? Hä, raff ich nicht. Ja, der war schon ein bisschen gruselig. Wer? Der. Das war der Kennst du auch den Typen? Wir sind hier. Heute holen wir uns meine Medaille. Wenn ich sie nicht bekomme, dann drücke ich auf der Fernbedienung den roten Knopf und dann holst du das Ding. Scheißegal, wer da ist. Ja. Gut. Ich werde dieses Jahr gewinnen, das kann ich dir versprechen. Und wenn ich nicht gewinne, dann weißt du, was zu tun ist. Haben wir uns verstanden? Was ist das eigentlich für... Was ist das für ein Ding? Drück mal den Knopf hier. Den? Ja, den. Also. Gut, aber scheiß auf Party heute Abend. Oh, was war das? Oh, warum? Ja, da ist ja gar nicht passiert. Dann drücken wir mal den Knopf. Was soll das? Warum? Warum? Was soll das? Ist nichts passiert. Nein, was sollte das? Nein, da passiert nichts. Guck mal, da bist du.
Nein! Wo ist die Family noch? Weil das ist die Mitte! Das ist die Mitte! Ja, wow. Oder lass uns gehen! Wir klauen! Wir klauen! Die Fernbedienung! Frankie, grünes Licht, die Medaille! Hol! Gib mir die Fernbedienung! Lauf zu Mama und Papa! Ja, los! Schnell! Stopp, warte! Komm wieder, wenn du dich benehmen kannst! Halt ihre bläuen Kostüme, ey, diese scheiß Party! Ich wollte doch eh gar nicht dahin, Mann! Junge Mann! Scheiß Kostüme, scheiß Party, Alter! Oh! Ey, ich liebe Kostüme, diese Party ist so geil! Komm auch auf! Du gewinnst bestimmt die Medaille! Das glaube ich! Komm, los! Ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich seh ne Top-Braut und sie mich auch. Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus. Die Gedanken spielen verrückt, als ich hier näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Party mit dem Monsterblick und ihr Monster Boom Boom. Gib mir den Kick, sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Alter, siehst du das? Hopp das mal, Junge. Komm, Digga, es war doch nur ein Testmensch. Rücke am Maschinenraum, der Wodka ist leer. Bitte einmal nachliefern. Danke. Ja, ihr habt es mir heimgezahlt mit der Femme. Aber jetzt her damit! Stopp! Wieso willst du die unbedingt haben? Das geht euch nichts an. Dieses Gerät ist sehr wichtig für die Wissenschaft. Wir haben doch alle Knöpfe gedrückt. Es ist nichts passiert. Sogar den roten Knopf. Die ist doch eh kaputt. Die ist nicht kaputt. Das musste ich am eigenen Leibe erfahren. Die ist nicht defekt. Naja, jetzt ist sie eh kaputt. Upsi! Nein! Verdammt! Was hast du gemacht? Bei Draculas Unterhose Mist. Liebe Zuschauer, und das ist der glorreiche Moment in diesem Film, als die Chance des Professors, den alljährlichen Kostümwettbewerb zu gewinnen, mal wieder erfolgreich dahinstürzt. Das einzige und allerletzte, worauf er jetzt noch hoffen kann, ist, dass der rote Knopf auf der Fernbedienung nicht eingedrückt wurde und dass Frankie auf der Party nicht gewaltsam versucht, die Medaille zu stehlen.
Heute holen wir uns meine Medaille. Wenn ich sie nicht bekomme, dann drücke ich auf der Fernbedienung den roten Knopf und dann holst du das Ding. Scheißegal, wer da ist. Können wir denn aufhalten? Ja, keine Ahnung, nur durch die Umarmung von einem glücklichen Menschen. Was soll das denn gehen? Keine Ahnung. Ah, ich habe eine Idee. Preisverleihung des heutigen Kostümwettbewerbs und gewonnen hat dieser Mann hier in seinem Apothekerkostüm. Herzlichen Glückwunsch, tolles Kostüm! Tja, Ende gut, alles gut. Der Professor gewann den Kostümwettbewerb. Zusammen feierten noch alle. Ein Halloween-Massaker wurde verhindert und ganz nebenbei durfte mein Bruder auch noch auf der Party bleiben. Was aus dem Professor und Frankie geworden ist? Also, der Professor überreichte Frankie an die Kinder als professionelle Fachkraft für sichere Ampelüberquerung. Und ganz nebenbei noch als Schutzengel. Ja, und der Professor war und ist überglücklich und nichts und niemand kann sein Glück schweifen lassen. Naja, außer der Postbote. Ach, was ein schönes Wetter. Moinsen, die Post ist da. So, was haben wir denn hier? Kostümwettbewerb, bitte sehr. So, mal gucken, wer dieses Jahr gewinnt. So, ich bin weg. Ich gehe erstmal Kaffee trinken. Ich verkleide dich als Weihnachtsmann. Gewinne tolle Preise. Gewinner der letzten 4 Jahre, Postbote Jochen Ahrens. Prognose für dieses Jahr, Postbote Jochen Ahrens. Das kann doch nicht sein. Das muss ich irgendwie gewinnen. Wo kriege ich Schnee her? Hallo Leute, hier ist heute das Mr. Movie Film Team am Werk. Wir drehen nämlich heute einen Halloween-Film. Haben Sie, danke. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Bist du zu früh, normal? Und bitte, du bist böse, ne? Nein, du sollst nicht machen. Moin, kurz vorher musst du. Hey, woran haben
die mich denn erkannt? Ich gehe erstmal Kaffee trinken. Aber scheiß auf Party heute Abend, ne? Oh, was soll das? Alter! Was soll denn das? Was? Was? Nochmal! Ha! Ey, ich liebe Kostüm, ey. Boah, das ist ja schön, dass du Süßigkeiten für mich gesammelt hast. Dankeschön. Schönen Abend. Ich muss ein Kostümwettbewerb gewinnen. Boah, das ist ja schön, dass du für mich Süßigkeiten gesammelt hast. Dankeschön, aber tschüss. Ich muss einen Wettbewerb gewinnen. Für den Kostümwettbewerb. Ja, perfekt.